Am Tag der Lausitz, dem vergangenen Freitag, begann für den Forschungsstandort Zittau ein neues Kapitel. Mit dem feierlichen Spatenstich startete der Ausbau des Fraunhofer Kunststoffzentrums Oberlausitz. Zahlreiche Vertreter aus Politik, Wissenschaft und Wirtschaft waren zu der Eröffnung des Bauprojektes erschienen, um sich über die zukünftigen Forschungsprojekte rund um Windräder, 3D-Druck und Leichtbau zu informieren. Geführt wurde die Veranstaltung von Professor Dr. Sebastian Scholz, Leiter des Fraunhofer Standorts in Zittau. Doch die neue Anlage ist sowohl kosten- als auch arbeitsintensiv, wie uns Professor Scholz mitteilte. Der Anbau kostet ungefähr 6,5 Millionen Euro. Und das ist eine deutliche Erweiterung des bisherigen Gebäudes. Wir reden hier ungefähr von einer Vergrößerung der Technikumsfläche von ungefähr Faktor 4 und einer Vergrößerung des Bereichs, des Bürobereichs von ungefähr Faktor 2. Also es ist eine deutliche Vergrößerung. Uns stehen dann im Technikum ungefähr reichlich 700 Quadratmeter Produktionsfläche und Versuchsfläche zur Verfügung. Und im Bürobereich haben wir dann Platz für reichlich 40 Mitarbeiter. Wir sind aktuell bei 25 Mitarbeitern, das heißt, wir haben dann wieder Möglichkeiten weiter zu wachsen. Die Bauzeit, heute war ja der offizielle Spatenstich, der wirkliche Spatenstich, der erste, der wird nun hoffentlich demnächst stattfinden. Wir rechnen damit, dass es jetzt im September endlich losgeht, dass die Bagger dann wirklich hier aktiv werden. Und geplant ist eigentlich ein Abschließen oder eine Schlüsselübergabe Ende Dezember 2021. Das heißt ungefähr, ich sag mal so, knapp anderthalb Jahre Bauzeit dann. Die Forschungsbereiche Leichtbau, additive Fertigung und Automatisierung werden damit deutlich ausgebaut. Erste Forschungsergebnisse wurden sogar schon beim feierlichen Spatenstich vorgestellt. So zum Beispiel ein neues, zukunftsweisendes Herstellungsverfahren für Windräder mit naturfaserverstärkten Kunststoffen. Doch vor allem der industrielle 3D-Druck soll mit der kommenden Erweiterung der Anlage vorangetrieben werden. Mit dieser neuen Art des 3D-Drucks können demnächst Bauteile für Industrie und Forschung in kürzester Zeit mit verringertem Materialaufwand bewerkstelligt werden. So wurde auch auf die Nutzung von kostengünstigem Kunststoff und Recyclinggranulat umgestellt, was laut Aussage des Fraunhofer Instituts eine Kostenreduktion von bis zu 95% darstellt. Diese Neuerung findet vor allem Anwendung in der Herstellung von Innenverkleidung für Autos und Busse. Wir kümmern uns ja um die Kunststoffprozesse, 3D-Druck, Leichtbau, naturfaserverstärkte Kunststoffe ist ein Thema. Ganz neu ist jetzt auch das Thema Wasserstofftechnologien dazu gekommen. Das sind so Themen, die sich, mit denen wir uns dann beschäftigen. Im Wesentlichen kann man sagen, haben wir eben diese drei Bereiche, 3D-Druck, Leichtbau und Wasserstoff, und die werden einfach ausgebaut. Also da kommen keine neuen Abteilungen in dem Sinne dazu, sondern die jetzigen Gruppen, Forschergruppen, die hier schon aktiv sind, die können sich einfach erweitern, können einfach auch mehr Platz bieten für mehr Forscher und dadurch auch mehr stärker wirksam werden hier in der Region, in der Wissenschaftswelt. Vor allem Vertreter aus der Wirtschaft haben hohe Erwartungen an den geplanten Neubau. So soll der neue 3D-Druck eine Automatisierung in vielerlei Arbeitsprozesse einbringen und so kostenintensive Prozesse minimieren. So betonte auch Michael Kretschmer, dass die neue Anlage für die Region eine wichtige Voraussetzung ist, um auch weiterhin als Vorreiter auf dem Gebiet der Kunststoff- und Leichtbautechnik im Dreiländereck zu agieren. Uns da gezeigt haben, der Premierminister, wir alle waren beeindruckt.